sieh an, wer sich da mal wieder blicken lässt. Ich habe immer gewusst, dass du eines Tages hierher kommen würdest. Ich wette, du willst Naboris Ganons Kontrolle entreißen, oder? Dann solltest du als erstes die Karte suchen, die dir den Aufbau dieses Relikts verrät. Das da ist der Leitstein, der die Daten der Karte beinhaltet. Dort musst du hin. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Gut gemacht. Sieh sie dir einmal an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Vanaboris regeln. Um Naboris zurückzuerobern, ist es notwendig, alle von diesen Kontrollsiegeln zu lösen. Das wird sicher nicht einfach, aber wenn einer es schaffen kann, dann du. Thank you.
Noch 4 Kontrollsiegel. Auf dich ist Verlass. Drei Kontrollsiegel fehlen noch. Bitte halte durch.
Jetzt hast du nur noch zwei Kontrollsiegel vor dir. Behalte einen kühlen Kopf. Nur noch ein Kontrollsiegel. Es fehlt nicht mehr viel. Alle Kontrollsiegel sind aktiviert. Fahre jetzt noch die Steuerungseinheit wieder hoch. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du jetzt hin. Aber sei weiter auf der Hut, ja?